So, Leute, diesmal auch direkt im 16:9 Modus. Geil, herzlich willkommen zurück zu Spyro. Enter the Dragonfly. Gehen wir mal die erste Challenge an. Ach so, so ist das. So funktioniert das hier. Ich habe verstanden. Okay. 8 Ziele. Es war klar, dass ich hier nicht direkt hochkomme. Okay, es ist timing-technisch von mir, glaube ich, ein bisschen scheiße. Da soll ich eine klügere Route gehen. War da oben gerade was oder ist nur so aus? Ach, scheiße. Oh, hi. Okay, ich habe das letzte verpasst. Toll. Versuchen wir es doch einfach nochmal. Aua. Das muss ja wieder so komisch hin, ne? Auf die Jägerart und Weise. Wobei, ich kann auch mal hier hin, oder? Hui! Sehr schön. Okay. Hä? Ich bin nicht aktiviert. Danke. Ich mach mal eine Runde, ne? Ich glaube, das ist eine klügere Herangehensweise. Wobei, warte mal. Dem ist nichts mehr, ne? Okay. Ah, den habe ich verpasst, okay. Hätte ich die. Aua! Nein, wir haben keine. Spyro, wir haben keine Zeit für so einen. Boah, ja, das schaffe ich wieder nicht. Das ist ganz schön asozial, so zeittechnisch. Mano! Na! Ich habe daneben gedrückt. Oh Gott, schon direkt der Wurm drin hier, ey. Kannst du da bitte hochgehen? Danke. Das war so nicht geplant. So. So. Also, wie gehe ich das an? Ja, okay, ich weiß jetzt die Route, die ich gehe. Ich hab's mir ganz genau überlegt. Gehe ich doch erstmal da in die Ecke. Ganz zurücklaufen ist halt doch nicht so klug, wie ich mir das ursprünglich mal überlegt habe. Was war das wieder? Gehe ich jetzt hier so außen rum einmal. Bäm, bädim, 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 bädim. Aua. So, geht doch. Hey, fantastisch mit PH, Spyro. Du hast die Herausforderung bestanden und eine Libelle befreit. Du hast Jeet gefangen. Ja, Jeet. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier hin, ne, was ich gerade noch entdeckt habe. Hallöchen. Gute Arbeit, Spyro. Benutzt die Steine, um zum Dojo zu gelangen. Dojo. Denk dran, Spyro. Finde die Libellen vor Ripto. Okay. Soll ich da jetzt hin? Da, oh. Nimm mal mit.
Oder da oben. Ich benutze mal die komische Steinplatte hier. Mal gucken, was passiert. Okay. Sieht schon so aus, als wenn wir jetzt in eine erste Welt kommen. Oh, die Ladezeiten auf einer PS2. Das kann übel werden. Das ging auf der PS1 schneller. Oh nein, Spyro. Sieht aus, als hätten die Riptox alle Drachenmeister eingefroren. Das Prinzip kenne ich. Wir müssen mit unserem Flammenatem das Eis schmelzen und herausfinden, was hier passiert ist. Mit unserem Flammenatem? Ah ja. Also eigentlich bin, glaube ich, ich der Einzige, der hier Feueratem hat. Ich finde die Framerate interessant. So manchmal, so eben ist ganz kurz so ein 60 FPS übergegangen und dann wieder direkt Arsch. Naja, ist halt PS2, ist halt die PS2, ne? Fand's aber ganz witzig. Ich habe einfach mal, eigentlich mache ich das nie, aber bei dem Spiel hat es mich irgendwie mal interessiert. Ich habe mal auf Metacritic geguckt, was eigentlich so der Wert ist. Und tatsächlich hat das Spiel, also ich habe den Wert jetzt gerade nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber der war wirklich irgendwo in den 50ern, also wirklich 54 oder so. Das ist schon schmerzhaft, also das ist schon richtig schlecht eigentlich. Und witzigerweise war die GameCube-Version noch schlechter bewertet, irgendwas im 40er-Bereich, glaube ich. Also das ist schon, interessant, möchte ich sagen. Wo man doch eigentlich dann denken würde, dass die GameCube-Version besser läuft, weil die GameCube-Version eigentlich immer besser läuft. Aber, scheinbar nicht. Bombs! Mal gucken. Also was heißt mal gucken? Wir werden es nicht rausfinden, weil ich die GameCube-Version nicht spiele. Aber ja. Die Framerate ist nicht so angenehm. Ich merke es schon. Bin irgendwo runter? Nö. Muss wahrscheinlich, ja, wieder Gegner besiegen, war klar. Hier ist die Framerate voll gut. Und sobald ein bisschen mehr im Bild ist, so. Dum, 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 dum. Oh, hi, ja, ich fange dich gleich. Ich werde erstmal kurz das Plateau hier aufräumen. Oder zumindest so den Anfangsbereich davon. Ich mach's einfach nur, weil ich's kann. Oh, daneben. Ah, scheinbar kann ich's doch nicht. La 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 la. Okay, komm. So ganz hab ich's nicht. Okay. So ganz hab ich's nicht verstanden. Steffi. Steffi gefangen. Steffi. Who the fuck is Steffi? Okay, ich glaube, da hinten ist alles soweit erstmal aufgeräumt. Bin ich denn da ganz oben gewesen? Eben ja, ne? Hab so Brain AFK gespielt, während ich vom Metacritic Score erzählt habe. Ah, ich glaube, ich war da. Ja, ja, ja. Hm. Aui! Es lohnt sich auch durchaus, die kleinen Viecher zu töten, selbst wenn man maximale Leben hat. Weil manchmal kommen da dann einfach noch Leben raus. Bonusleben. Okay, das hat sie eingesammelt. Gut gemacht. Sparks. Sparks of Hope. Danke, dass du mich befreit hast. Er redet einfach nicht.
Ah, Spyro, Gott sei Dank hast du mich aus diesem Eiskäfig befreit. Wer hätte gedacht, dass sich die Riptox trauen, in den heiligen Libellen-Dojo einzudringen. Dojo, Entschuldigung. Spyro, tu was du kannst, damit im Dojo wieder Frieden einkehrt, indem du alle Drachenmeister befreist. Denk dran, Spyro, der Weg des Drachen ist, Drache zu sein. Klingt tiefgründig, ist es aber überhaupt nicht. Der dümmste Ratschlag, den ich je gehört habe. Weg des Drachen. The Way of the Dragon. Heißt nicht irgendein Bruce Lee Film so? Ich glaube schon. Oder so The Way of the... weiß ich nicht. Irgendwas hat mich gerade was... Achso, bin aber nur gegen die Wand gefahren. Ich dachte, irgendwas hat mich getroffen. Warum war ich in der Ecke hier noch nicht? Bam, 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 bam. Boff. Okay. Sieht mir hier alles erstmal geklärt aus, so. War da gerade eine Ecke noch? Oh ja. Da ist, glaube ich, tot da unten. Ja, da ist tot. Tot mag ich nicht. Hallöchen. Will ihr mir jetzt sagen, wie man Gegner tötet? Hey, das ist einer von Riptox Schlägern. Nein, der ist schon tot. Er sieht ziemlich blöd aus. Er ist aber auch groß und dick. Ram kannst du ihn also vermutlich nicht. Versuch ihn anzusengen. Wusstest du, dass die meisten Kreaturen eine Abneigung gegen 7500 Grad Celsius haben? Ja, doch. Habe ich mir nie so explizit Gedanken drüber gemacht, aber doch, wo du es sagst. Ich glaube... Das haben alle Wesen der Welt gemeinsam, dass sie 7500 Grad nicht abkönnen. Wobei, keine Ahnung. Gibt es irgendwelche Tiere, die in Lava leben? Vermutlich nicht. Obwohl, irgendwelche mikroskopisch kleinen Dinger. Man merkt, ich habe viel Ahnung von sowas. Bio. Kein Bock auf Bio. Hallo Spyro, immer wenn dich eine Fee zappt, so etwa, wird dein Spielstein gespeichert. Falls du in Schwierigkeiten gerätst, kehrst du dorthin zurück, wo du zuletzt gesappt wurdest. Jetzt gesappt werden. Oh, ja. Na gut. Es ist halt wirklich genauso wie die vorangegangenen Spyro-Teile, ne? Es wagt nicht viel Neues. Mal gucken, ab wann das dann der Fall ist. Ab dem nächsten Teil vielleicht schon. Au! Au! Ba, 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 ba. Einmal alles einsammeln. Danke, danke. Bist der beste Sparks. Na komm, holen wir uns mal alles hier aus den. Ja, was ist das überhaupt? Pflanzen. Oh! Oh! Blitzfähigkeit. Aber die muss ich wahrscheinlich erstmal zurückbringen, ne? Zu meinem Kollegen Schnürschuh. Ich hab die noch nicht instant, ne? Nee. Lalalala. Hi. Mini-Drache. Mein Drachen hängt im Baum. Ja. Würdest du mir den Drachen vom Baum holen, Spyro? Ich komme nicht dran, weil ich mich nirgendwo draufstellen kann. Schade. Schade. Das ist schade. Ich verstehe das Problem auf jeden Fall, junger Padawan. Entweder muss ich mich hier hochglitschen, oder ich muss von irgendwo dahin fliegen. Ich tippe auf Letzteres. Ach ja. Gibt's da nicht wieder Stilpunkte? Irgendwas war da, ne? Gab's hier, glaube ich, sogar nicht, wenn ich mich nicht irre. Oder vielleicht, ich weiß es nicht. Ich werde es bei den Kommentaren lesen, auf jeden Fall. Hm.
Na. Oh, ich will die ganze Zeit die Kamera mit den Schwertassen drehen. Schlimm. Wurde so dran gewöhnt. Ist ja schrecklich. Dum, 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 dum. Soll ich übrigens anmerken? Ich weiß, ich jinx es jetzt, aber ich wurde bisher noch nicht mal getroffen von irgendwas. Ach ja. Ich glaube übrigens, das Spiel ist auch ein bisschen kürzer als die anderen Spyro-Teile, wobei die ja auch nicht unbedingt lang waren. Von der erste. Ich glaube, hier gibt es nämlich nicht so viele Welten. Mal gucken. Ist auch so der Grund, weshalb ich mich für das Projekt hier entschieden habe. Unter anderem. Ich habe nämlich geschwankt zwischen dem hier und was anderem, was, glaube ich, ein bisschen länger gehen würde. Und allgemein ein bisschen stressiger wäre, so mit danach nochmal privat durchspielen für Trophäen und so, ne? Was ich hier halt nicht muss. Kriege ich dieses Drecksviech nicht. Hallo? Das habe ich gerade ausgelacht. Nee. Dann fange ich dich nicht, Arsch. Was glitzert da so? Ist schon basically die Eierdiebe von damals so, ne? Muss man richtig treffen oder muss man mehrfach treffen? Ich habe es bei den Vorangängen irgendwie auch nicht so wirklich gecheckt. Und warum sind die Libellen eigentlich so unfassbar hässlich? Danke. Du hast Shellac gefangen. Shellac. Ich geb dir gleich eine Shellac. Jautsch. Jauchegrube. Okay, komme ich auch von hier nicht hin. Da wurde ich gesappt. Zapp mich doch einfach nochmal. Da gehe ich am Ende der Folge wahrscheinlich hin, um mich zu verabschieden. Um mich da zu zappen. Zappity zapp. So, wird ein Schuh draus. Zapp Brannigan. Meine Nase juckt. So, redest du? Spyro-san, es tut mir leid, dass der Dojo bei deinem Besuch in einem solchen Zustand ist. Gewöhnlich ist er eine Stätte der Ruhe. Hier wachsen die Libellen auf und werden zu Drachengefährten ausgebildet. Der Schutz junger Libellen ist die wichtigste Aufgabe eines Drachensensei, weißt du? Sensei. Und Spyro, deine Mühen werden reich belohnt. Ja, cool. Hab die Befürchtung, dass der letzte Drache, der nicht geredet hat, dass es ein Bug war. Alright, da können wir weiter. Aber wie gesagt, ich würde natürlich gerne einmal hier noch hin. Lassen den ganzen Bereich hier. Einmal clearen und dann natürlich gerne versuchen, nochmal den Drachen, also den fliegenden, apropos fliegende Dinge. Also den nicht lebendigen Drachen, Mann, den man steigen lässt. Ah, da aus dem Gebüsch zu holen. Was ist das? Ah, ist auch eine Challenge, ha? Huh? Wie? Da ist so eine Sparks Statue Säge gehabt. Achso, das ist wahrscheinlich so ein Sparks Minispiel. Amoklauf. Man weiß es nicht. Ich versuche jetzt erstmal den Drachen dazu holen, wenn ich darf. Ich glaube, das geht von hier nicht, oder? Immer noch zu. Nee, jetzt schaffe ich nicht. Tja, was muss ich tun, ne? Das ist genauso sinnbefreit. Super, wie der einfach so am Stein festhängt, ne?
Ist das auch irgendwie bescheuert? Das Vieh ist buggy, ich schaff das. Ich schaff's nicht. Warte mal. Ich weiß doch gar nicht, wie ich den überhaupt... Wahrscheinlich muss ich mich schon oben hinstellen, ne? Na gut, dann halt nicht. Manu. Dann kill ich nochmal eben die drei Kollegen da zumindest schon mal. Au! Ah! Hilfe! Alles gesammelt, sieht gut aus. Okay, wie geht's dann weiter? Dich nehme ich noch mit. Dann weiß ich nächstes Mal, wo ich weitermachen muss. Ja, ne, dann lasse ich mich mal zappen und dann beende ich mal die Folge. Beim nächsten Mal gehen wir dann aber erstmal oben in das Dingenskirchen-Level, in das, ja, ich nenne es einfach mal Sparks-Level. Sieht mir danach aus, wenn das sowas ist. Wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, ich denke daran beim nächsten Mal nicht, dass ich es direkt wieder vergesse. Und ich würde natürlich lieben gerne diesen blöden Ballon da retten. Ballon. Es ist kein Ballon, aber egal. Aber wie ist die Frage aller Fragen? Einmal versuche ich es noch. Nee. Nee. Da bin ich besser dran, wenn ich so mache. Naja, irgendwie finde ich es schon raus. Gut, ne? Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten. Oh, ich habe ein Leben. Speichern. Ich weiß allerdings nicht, ob das ob Leben gespeichert bleibt. Du willst mich nicht zappen, weil ich nichts geschafft habe beim letzten Mal, ne? Ich verstehe. Okay, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.